Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 und unserem Rainbow Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir nach über 2 Wochen jetzt einfach wieder in diesem Spielstand sind und wir endlich wieder mit Familie Flemming spielen. Großartig, Leute. Das neue Pack war draußen. Es gab ein anderes Let's Play, ein Mini-Let's Play, das ihr euch, by the way, falls ihr das noch nicht gemacht habt, anschauen könnt auf diesem Kanal. Und für dieses Mini-Let's Play habe ich alle anderen Projekte pausiert, unter anderem unser Rainbow Live, das sich mittlerweile in der 5. Staffel befindet. Ich weiß, dass ich ganz viele neue Zuschauer bekommen habe. Vielen lieben Dank, dass wir den Meilenstein 1000 Abonnenten gerockt haben auf YouTube. Ihr seid so crazy, Leute. Ich umarme euch und ich küsse euch. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer jetzt denkt, Rainbow Live, ich habe keine Ahnung, wovon redest du? Mit Familie Flemming hier in unserem Rainbow Live spielen wir ja seit über einem Jahr und zwar seit Februar, glaube ich. Nein, es ist März letzten Jahres. Das heißt, über ein Jahr spielen wir bereits mit diese Familie. Wir befinden uns in der 3. Generation und wir spielen aktuell mit Nami und auch mit Chikumu Flemming. Falls ihr Bock habt, euch mal anzuschauen, wer ist diese Familie eigentlich und was machen diese anderen Generationen? Ich verlinke euch die Playlist unten in der Infobox und ihr findet dort auch den Stammbaum. Ihr seht hier den Stammbaum der Familie Flemming und der Familie Price. Die hat sich hier nämlich abgekapselt sozusagen. Hier auf der Website von The Sims Tree. Das ist eine Website, auf der ihr eigene Stammbaum erstellen könnt und mit deren Hilfe ihr kostenfrei einen Stammbaum jederzeit auch ausbauen könnt und zwar um so viele Generationen wie möglich. Wir befinden uns aktuell hier unten in der 3. Generation. Wir spielen mit Nami und auch mit Chikumu, wie gesagt. Die anderen Geschwister leben noch zu Hause bei unseren Eltern Steven und Kaori. Und mit Nami werden wir heute die neue Karriere aus dem Sims 4 Erweiterungspack Verliebt erkunden. Wir werden nämlich als Romantiktherapeut starten. Nami hat nämlich das Kommunikationsstudium erfolgreich abgeschlossen im letzten Part. Wup, wup, yeah, yeah. Und Chikumu ist ein erfolgreicher Schmuckdesigner, hat seine Ausbildung zum Schmuckdesigner auch abgeschlossen, wird als eigenständiger oder selbstständiger Schmuckdesigner von zu Hause aus arbeiten. Aufgrund des aktuellen Sims 4 Updates, und wir sprechen ja nicht drüber, dass es noch 3 Updates zusätzlich gab, die irgendwas gefixt haben, was mit dem ursprünglichen Update irgendwie kaputt gegangen ist. Jedenfalls nach diesem ganzen Hin und Her habe ich mich dazu entschlossen, holy moly, dass ich das mal sage, Custom Content und jede Menge Mods auszusortieren. Ich habe mein ganzes Create-a-Sim-Custom-Content rausgehauen, bis auf ein paar Frisuren und Schuhe, glaube ich. Plus, ich habe mein ganzes Bau-CC auch rausgehauen und habe nur noch einen großen Creator mehrheitlich in meinem Spiel, würde ich sagen. Nämlich den lieben SixSamCC. Falls ihr SixSamCC nicht kennt, auch hier verlinke ich euch unten in der Infobox alle Details dazu. Und ich muss leider gestehen, ich musste dadurch, dass ich meinen Custom-Content rausgeworfen habe, das Haus leider neu einrichten. Denn dieses Haus, wie ihr es aus den letzten Parts kennt, vielleicht kennt, das besteht nicht mehr so. Ich musste es komplett umbauen. Ich hatte auch ein paar Probleme mit meinem Spielstand. Es ist kaputt gegangen und ich musste was wiederherstellen und ich musste Mods zurückholen und ich musste Mods rauswerfen, weil die broken waren. Dieser Spielstand hat mich, ich glaube, fast 4 Stunden meines Lebens gekostet, damit ich ihn wieder zurückholen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat funktioniert. Ich habe alles fertig gemacht. Ich würde sagen, ihr entspannt euch jetzt, ihr lehnt euch zurück, ihr genießt das Intro zu unserem Let's Play und nach dem Intro werden wir eine kleine Haustour machen und werden dann starten mit dem neuen Gameplay und ja, beginnen sozusagen den neuen Teil unseres Lebens und mit dem neuen Verliebten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. Holy moly, was soll ich sagen? Meine Odyssee mit diesem Spielstand hat, wie gesagt, 4 Stunden gedauert. Es hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet und ich glaube, ich habe auch ein paar graue Haare bekommen. Aber ich konnte das Haus fast komplett einrichten. Und zwar mit dem Geld, was ich vom Verkauf der ursprünglichen CC-Möbel, die ich dann rausgeworfen habe, bekommen habe. Plus Sachen, die in unserem Haushaltsinventar waren. Da war super viel Geld versteckt und es hat mich einfach gewundert, dass wir mit so viel Geld hier irgendwie rumlaufen. Ihr seht schon, eine kleine Sneak Peek. Der Garten ist auch sehr, sehr krass eingerichtet.
eingerichtet, aber ich würde sagen, wir gehen vielleicht jetzt hier runter und schauen uns einfach mal die einzelnen Räume an. Ich mache dann auch mal hier das Licht an. Wir befinden uns hier in dem Eingangsbereich zu unserem Haus und ihr seht schon, hier ist einiges passiert. Ich habe tatsächlich entweder Sixam CC Custom Content verbaut oder das Spiel benutzt. Also ihr werdet hier nur Custom Content finden, was von Sixam CC ist. Das macht es auch, glaube ich, unglaublich einfach, falls euch das gefällt, da auch mal auf der Seite zu stöbern. Hashtag, das ist keine Werbung. Ich mag einfach den Creator und ich feiere einfach, was er macht. Wir haben also hier diesen kleinen Eingangsbereich. Den finde ich super, super süß. Hier ist auch die Katzentoilette. Ich habe nämlich keinen anderen Platz gefunden. Die Küche habe ich komplett umgebaut. Falls ihr die alten Folgen gesehen habt, seht ihr das auch. Also es ist ein bisschen traditioneller eingerichtet. Ich glaube, die andere war moderner, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist schon so lange her, dass ich auch gar nicht mehr weiß, wie die Küche aussieht, ne? Die Bäder habe ich alle gleich gelassen. Da habe ich nichts geändert. Das Wohnzimmer habe ich komplett geändert. Das war vorher ein sehr, ich würde sagen, altbackener Stil von einem anderen Custom Content Pack. Und das habe ich jetzt wirklich modernisiert und ich habe eine richtig tolle Couch. Ich glaube, dass das eine Couch aus dem ganz, ganz neuen CC-Pack von Sixam ist. Das kann man, glaube ich, nur als Patron oder als Early Access Patron bekommen. Hier weiter drüben haben wir dann den Essbereich. Hier ist auch unser lieber Chikomo, der auch ein kleines Umstyling bekommen hat. Da komme ich später drauf zu sprechen. Wir haben dann hier den Außenbereich mit dem wunderschönen Grill, dem Außensofa, dem Essbereich. Hier kann man sich hinchillen. Hier habe ich einen Pizzaofen, Leute. Hier kann man wirklich Pizza machen, ne? Können wir bitte drüber sprechen? Das ist so gorgeous. Hier hinten haben wir den Kristallbaum und den kleinen Garten von Nami. Und dann würde ich doch mal sagen, springen wir in den ersten Stock hoch. Da hat sich einiges verändert. Ich habe für den Flur noch nicht so ein richtiges Konzept gefunden. Deswegen habe ich hier vorne erstmal so eine kleine Washing Area, wo unsere Waschmaschine und unser neuer Trockner steht, platziert. Hier haben wir das Office, wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, eher die Werkstatt von unserem lieben Chikomu. Weil er ja Schmuck herstellt, braucht er definitiv ja eine eigene Werkstatt. Also habe ich ihm das hier platziert. Wir haben hier außerdem einen neuen Balkon. Den gab es vorher nicht. Das habe ich mir gedacht, weil das, glaube ich, ganz sinnig ist. Ja, damit Chikomu eben die Kristalle aufladen kann für seine Schmuckstücke. Dann wissen wir ja, der liebe süße Chikomu ist ja so ein bisschen Gothic-Style angehaucht. Also nicht so krass, ne? Aber so ein bisschen schwarz. Also seine Lieblingsfarbe ist schwarz. Und da habe ich sein Zimmer einfach mal ganz, ganz neu eingerichtet. Und wie ihr seht, es ist auch alles sehr, sehr schwarz. Sehr, sehr viel ist aus dem neuen Verliebt-Pack, wie zum Beispiel diese LEDs oder diese Pflanzen. Ich glaube sogar, ja, die Wand müsste auch aus dem neuen Pack sein. Diese Trennwand mit diesem Lichtelement ist auch aus dem neuen Pack. Also das ist hier auf jeden Fall ziemlich, ziemlich dunkel. Und Nami hat ja wohl mal das süßeste Zimmer ever mit einer der neuen Tapeten aus dem neuen Pack. Nami hat ja den Abschluss in Kommunikation beim letzten Mal geschafft. Und das ist richtig cool, Leute. Ich konnte das dann hier anbringen und ich finde es richtig nice, dass Nami jetzt so einen Rückzugsort hat, der auch jetzt wirklich komplett ist. Also diese Zimmer waren ja komplett uneingerichtet und ich finde es richtig klasse, dass das jetzt alles ja zusammenkommt und dass jetzt ja die Geschwister jetzt hier ein schönes Reich haben und ein schönes Zuhause haben. Wie gesagt, für den Flur habe ich noch keine Idee. Falls ihr eine Idee habt, was ich im Flur platzieren kann, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann können wir gemeinsam aussuchen, was wir ja in den Flur platzieren oder was da entstehen soll. Ihr habt ein paar Änderungen wahrscheinlich auch in meinem Spiel festgestellt, jetzt schon. Ich nutze zum Beispiel nicht mehr das Sims 2 User Interface, also dass hier alles blau ist und so weiter. Ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich meine Mods radikal zu reduzieren. Das hat einen Grund. Das Spiel wird ja immer mehr, ich sage jetzt nicht belastet von neuen Packs, aber es kommt immer wieder neuer Content dazu. Und ich möchte das Spiel so performant wie möglich halten. Also, dass es so schnell wie möglich lädt, dass es keine Probleme bekommt, dass es keine Fehler im Save-File gibt. Und deswegen habe ich sehr, sehr viele große Mods rausgeworfen, unter anderem diese User-Interface-Mod. Also, ich liebe Sims 2, ich liebte dieses Sims 2 User-Interface, aber ich musste es einfach rausnehmen. Es hat das Spiel einfach belastet. Ich würde aber jetzt sagen, ich drücke jetzt hier auf Play. Wir haben hier Nami. Hallo Nami, du Süßmaus. Schön, dass du deinen Abschluss gemacht hast, aber ich würde sehr, sehr gerne mit dir irgendwie, ja, da lachst du auch selber, ne? Irgendwie würde ich sehr, sehr gerne mit dir ein anderes Outfit anziehen, ne? Hallo, Outfits hier. Outfit ändern und zwar dein Standard-Outfit. Und Chikomu, der süße kleine Boy, hat ja wohl mal ein krasseres Umstyling bekommen. Können wir bitte drüber sprechen? Er hatte ja längere Haare und ich fand, es war irgendwie Zeit jetzt mit seiner Selbstständigkeit, dass er vielleicht doch ein kleines Umstyling bekommt und diese großartigen, tollen Haare bekommt. Er hat ja immer schon längere Haare gehabt und er ist einfach gorgeous. Ich glaube, er shoppt jetzt gerade auch. Wir sagen, dann starten wir doch einfach in diesen Part und in dieses Gameplay. Ich weiß, dass wir hier noch einige Dinge machen müssen. Vielleicht können wir ja einen neuen Schmuck entwerfen. Und zwar haben wir vielleicht ein paar neuere Sachen. Hier zum Beispiel so einen mystischen Ring. Den könnten wir aus, ja, mal aus Phozonit herstellen. Und als Kristall, weil wir haben ja noch super viele Kristalle hier, haben wir irgendwas Romantisches? Hier zum Beispiel. Rubin ist was Romantisches. Die Stimmung beschämt verblasst viel schneller. Sim wird keine unangenehmen romantischen Interaktionen
Aktionen haben und Sim entgeht unangenehmen Techtelmechtel-Situationen. Dann lass uns doch mal das herstellen. Es kostet 287 Simoleons, aber das ist es auf jeden Fall wert, weil wir das alles über Plopsi verkaufen können. Nami, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja erstmal Musik angemacht, ne? Ist klar. Lass uns vielleicht erstmal gucken. Bei Nami hatten wir das Thema, dass wir auf jeden Fall einen neuen Job suchen wollten. Warte. Oh mein Gott, ich bin schon wieder überfordert, ne? Ich bin überfordert, weil ich so lange in diesem Haushalt nicht gespielt habe. Wir suchen jetzt mal einen neuen Job, genau. Weil wir wollen ja den neuen Romantiktherapeut-Job haben. Hier haben wir den neuen Job, Leute. Romantiktherapeut. Hast du ein gutes Gefühl für die Gefühle anderer? Liebst die Romantik und hast Interesse daran, anderen zu ihrem Happy End zu verhelfen? Dann bist du vielleicht dazu bestimmt, Romantiktherapeut zu werden. Berufszweig Romantiktherapeut und Verkupplungsgenie. Das ist cool. Wir wissen von unserem Mini-Let's Play, dass das 9 to 5 ist, also von 9 Uhr bis 17 Uhr. Das passt wunderbar. I like. Und wir müssen auf jeden Fall Level 3 der Romantikfähigkeit erreichen. Oh, und wir bekommen auch schon direkt eine Arbeitsaufgabe, nämlich Liebesratschläge geben. Das können wir auf jeden Fall machen. Wir müssen einen Liebesroman lesen und Level 3 der Romantikfähigkeit erlernen. Ich vermute mal, Leute, ich sollte vielleicht erstmal die Lichter alle auf automatisch stellen. Vielleicht wäre das mal nicht so schlecht. Lass uns mal gucken, ob wir ein Romantikbuch lesen können. Unbändiger Verrat am Herzen, Dingsterbumster. Das kannst du mal lesen, süße Maus. Dann kannst du an deinem Job schon mal arbeiten. Chikumu, du bist jetzt hier oben noch am Hantieren, ne? Alles klar. Oh, das geht auch mittlerweile relativ schnell, ne? Also du levelst das relativ schnell. Wie geht's eigentlich, Chips? Der kleinen Süßmaus. Hallo, Chips. Dich haben wir noch gar nicht begrüßt. Unsere Katze. Ich hoffe, dass du auf die neue Toilette gehen kannst, Schatz. Oh, da schaut er sich an im Spiegel und springt nach oben. Er ist so eine Süßmaus, ne? Oh. Ich weiß gar nicht, ob er auf seine Toilette gehen kann. Weil ich habe das jetzt hier platziert, aber ich weiß gar nicht, ob die funktional ist. Da müssen wir mal so ein bisschen drauf achten. Hallo, Chips. Besuchst du den lieben, süßen Chikumu bei seiner Arbeit? Ja, musst aber ein bisschen aufpassen, ne? Oh, du hast dein Schmuckstück schon ready. I like. Dann könnten wir das doch bestimmt hier auch aufladen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch einen Augenring, der komplett aufgeladen ist. Den nehmen wir mal in unser Inventar, weil den können wir doch dann bestimmt auch auf Plopsi anbieten. Und kannst du dann vielleicht ein bisschen Zeit mit deiner Katze verbringen? Ich habe das Gefühl, ne, dass wir so lange nicht Chips gespielt haben, ne? Wir können nochmal um ein Lied bitten und wir können vielleicht auch nochmal mit Katzenstab spielen. Was ich auf jeden Fall auch gemacht habe im Background, also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Eigenschaften hier oben, das erschlägt mich immer. Ich habe Anziehung und Unattraktivität hinterlegt, also was der Boy cool findet und was nicht so toll. Und dafür nutze ich tatsächlich, ich muss es leider zugeben, ein paar Mods. Weil ich es nicht so nice finde, dass man ja alles selbst von Hand vergeben muss. Und vor allem bin ich nicht so ein Fan, das habe ich auch in dem Mini-Let's Play gesagt, vom Verliebt-Pack, dass man alles irgendwie selbst bestimmen muss. Auch was Eifersucht auslöst, also die Beziehungspräferenzen. Das habe ich bei Chikumu jetzt so eingestellt, dass nichts Eifersucht auslöst. Wir hatten in einem der letzten Parts nämlich entschieden, dass Chikumu, ja, vielleicht doch ein bisschen Polyamorie lebt, also mehrere Partner haben will. Und das würde ich auf jeden Fall auch bei Chikumu fühlen, weil Chikumu ist einfach jemand, der ganz viel Liebe zu geben hat und das auch macht und auch keine Eifersucht hat. Und deswegen habe ich ja bei ihm alles hier unten auf keine Eifersucht eingestellt und habe, wie gesagt, über die Mod, die ist auch auf meiner Modliste übrigens hinterlegt, die ist von Lumpino, diese Mod hinterlegt diese Präferenzen automatisch. Der Boy mag karriereorientierte, vergebene, Gesundheit und sportliche, zwischenmenschlich sprechende Sims. Und unattraktiv finden wir Performer, Ingenieurwesen und Natur. Anziehend finden wir unter anderem tierfreundliche und familiäre Sims und unattraktiv finden wir gepflegte Sims. Wir finden außerdem anziehend körperliche Nähe, Techtelmechtel natürlich, das ist der Techtelmechtel-King hier, und Zuwendung. Finde ich auch cool. Und wir finden anziehend schwarze Haare, braune Haare, good to know. Und wir mögen Tattoos. Ich habe außerdem eine Mod von Missy Hissy im Spiel, die so ein paar mehr physische Anziehung hinzufügt. Weil diese Mod fügt ja auch Körperbau und ja, Haarfarben, Augenfarben und sowas hinzu. Und ich weiß, dass EA das von sich aus nicht gemacht hat, weil sie eher ja nicht diese physischen, äußerlichen Attraktivitätsmerkmale irgendwie fördern wollten. Ich finde das aber irgendwie realistischer, dass wir auch sowas im Spiel haben. Wie zum Beispiel den Körperbau schlank, mager, mittel, den der liebe Chikumu hier cool findet. Und wir mögen Fitness-Sims nicht. Okay, good to know. Jetzt muss man aber auch gucken, wie das irgendwie unsere Attraktivität mit dem lieben Pan, ja, das ist ja unsere Techtelmechtel-Partnerschaft, wie das irgendwie
Einfluss darauf hat. Ich habe keine Ahnung. Und was das mit unserer Affäre mit Tom macht. Denn mit Tom, unserem Nachbarn, der übrigens verheiratet ist, in den sind wir ja verknallt. Und der hat auch eine Schwärmerei für den lieben Chikumu. Und da hat sich so ein bisschen so eine Affäre angebahnt. Also da müssen wir jetzt mal gucken, inwieweit das sich ja weiter voranschreitet. Wie sieht's denn... Hast du das Buch jetzt eigentlich gelesen? Du hast den Liebesroman schon gelesen, Nami. Das finde ich cool. Aber bevor du das jetzt hier machst, solltest du, glaube ich, eher die Romantikfähigkeit leveln. Wir lassen dich mal an den PC setzen und so ein bisschen recherchieren. Ich glaube, das könnten wir machen. Etwas über moderne Liebe lernen. Lass uns das mal anschauen. Vielleicht levelt das ja auch die Romantikfähigkeit, die neue. Das wird da übrigens auch spannend. Ich habe natürlich auch Nami diese ganzen Eigenschaften vergeben. Glückwunsch, Nami Fleming hat den Abschluss an der Universität gemacht und der Beweis dafür ist das Diplom. Du findest es im Inventar von Nami. Wie geil, Leute. Okay, sorry, dass ich springe, aber das müssen wir uns jetzt angucken. Wir haben das Diplom bekommen. Das können wir hier hinhängen. GG, Nami. Das finde ich großartig, dass du das gemacht hast. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal schauen, wie sieht es mit deinen Attraktivitätsmerkmalen aus? Ich fand es irgendwie ganz cool, wenn ich das per Zufall hinterlege, weil Nami ja noch niemanden hatte. Ich habe außerdem hinterlegt, dass alles Eifersucht auslöst, weil ich glaube, dass Nami ein Sim ist, der ja was Festes haben möchte. Rosa? Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Dankeschön, liebe Rosa. Das ist so lieb, ne? Das ist unsere Cousine, by the way. Aus dem Occult Life Let's Play, by the way. Falls ihr das auch sehen möchtet, ich verlinke euch die Playlist und in der Infobox auch hier oben in der Infokarte. Oh mein Gott, hier ist es, dieser Part hat ganz viel Werbung. Es tut mir sehr leid. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, dass Nami eine Exclusive-Beziehung haben möchte. Deswegen habe ich das halt so vergeben. Und über den Rest, glaube ich, lassen wir uns einfach überraschen. Jetzt gucken wir erstmal. Wir haben jetzt die Romantikfähigkeit, die wir leveln. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und mit Chikumu waren wir jetzt hier schon mal essen. Das finde ich ja auch schon mal super. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, unsere Beziehung, beziehungsweise unser kleines Techtel-Mechtel-Ding vielleicht einzuladen. Ist der Boy hier irgendwo? Ah, er ist hier und macht Sport. Ja, lass uns doch mal gucken, dass wir ihn vielleicht so ein bisschen begrüßen. Freundliches Gespräch können wir mal führen. Oh, 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 da ist seine Frau, Lena. Oh, 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 oh. Ich hoffe, das war jetzt keine schlechte Entscheidung, mit ihm jetzt hier so ein bisschen Quatschi-Quatschi zu machen. Ja, das passiert halt leider, ne? Dadurch, dass ich Custom-Content rausgeworfen habe, kann es sein, dass ein paar Leute keine Klamotten anhaben. Gehen Sie bitte weg, wir kennen Sie nicht. Haben die sich jetzt normal begrüßt? Die haben sich normal begrüßt. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht flirten, ne? Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen unschön. Vielleicht können wir ihn bitten, irgendwie bei uns abzuhängen. Ich weiß ja nicht. Kannst du nicht versuchen... Oh Gott, kann seine Frau bitte gehen? Okay, okay, seine Frau ist wieder ins Haus gegangen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir könnten vielleicht mit ihm doch über unsere Beziehung reden. Wir können ja mal nach körperlichen Anziehung fragen. Oh mein Gott, jetzt kommt sie doch tatsächlich wieder. Ich hoffe, sie kriegt das nicht mit, ne? Wir können nach Romantikstil-Anziehung fragen. Ach, wir hinterfragen jetzt alles, Leute. Wir müssen das unbedingt wissen, ne? Mehr erfahren, Grad der Anziehung fragen. Das können wir mal machen. Nach Persönlichkeitsanziehung fragen. Dann haben wir da auch alles durch. Es kommt nicht rein aufs Äußere an, aber ehrlich gesagt achte ich auf einige körperliche Eigenschaften eines Herzblatts. Platinfarben. Haare, orangefarbene Kleidung und pinke Haare findet er unattraktiv. Okay, das stimmt irgendwie alles nicht für uns, okay? Ich habe kein Problem mit dem Thema, aber ich fühle mich gerade von keinem bestimmten Romantikstil angezogen, okay? Ich schätze, du bist in Ordnung. Och no. Heißt das, dass er uns nur in Ordnung findet? Oh, wir haben eine Anziehung, Leute. Wir haben eine Anziehung. Ich habe es gerade gesehen. Wir fühlen uns angezogen. Er steht uns neutral entgegen. Aber wie geil, dass wir uns angezogen fühlen. Da habe ich da irgendwie alles richtig gemacht, ne? Ich glaube, seine Frau ahnt was, weil die immer wieder kommt und geht. Ich finde es irgendwie ganz weird. Haben wir vielleicht die Möglichkeit, mit ihm so ein bisschen, ja, romantisch zu interagieren? Ich möchte bitte Romantik haben. Er scheint jetzt tatsächlich die Schwärmerei weiter ausgebaut zu haben. Seltsamerweise kann ich aber keine Romantik-Interaktion vornehmen. Und ich habe keine Ahnung, warum. Okay. Ich weiß nicht, ob das schon wieder irgendwas ist. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne, dass vielleicht irgendwas damit zusammenhängt, dass ich irgendeine Mod habe, die das nicht gut filtert. Oh mein Gott. Nach romantischen Grenzen können wir da mal fragen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nami, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast dich schlafen gelegt ins Bettchen von deinem Bruder, ne? Können wir bitte kurz drüber sprechen, dass das hier dein Bett ist, ne? Chikumu hat erfahren, dass Tom folgende Fähigkeit besitzt. Fitness und alles...
löst Eifersucht aus, glaube ich, ne? So, warum wir jetzt hier keine romantischen Sachen machen können, ist mir schon wieder ein Rätsel. Ich finde das mal bis zum nächsten Mal raus, weil ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Könnten wir eigentlich ein Techtelmechtel machen mit dem Boy? Würde das funktionieren? Im Bett kuscheln mit Tom. Doch, es geht. Also, wir können kein Techtelmechtel haben aus irgendeinem Grund. Können wir nicht kuscheln? Warum geht das nicht? Im Bett kuscheln mit Tom. Okay, er will auch irgendwie nicht mit uns kuscheln. Das ist so ein bisschen wild. Können wir hier in der Dusche irgendwie techtelmechteln? Geht das? Habe ich irgendwas umgestellt beim lieben Chikumu? Nee, ne? Okay, Leute, es ist sowieso schon spät, ne? Wir sagen mal Tschüss zu ihm. Und ich würde sagen, dass wir vielleicht auch in unser Biberbettchen huschen, weil wir wirklich, wirklich müde sind. Und dann schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Vielleicht war das irgendwie verglitscht oder so. Ich finde das auf jeden Fall bis zum nächsten Mal raus. Ich habe ja sowieso an diesem Spielstand lange rumgesessen und vielleicht muss ich irgendwas anders einstellen. Ich krieg da jetzt erstmal keine Panik, Leute, ne? Keine Panik, wir schaffen das alles. Gute Nacht, Chikumu. Gute Nacht, Nami. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Nacht und wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Einen wunderschönen Guten Morgen. Oh, es ist Silvester. Wie genial. Ich wollte gerade geil sagen, aber wie genial, bitte. Wie sieht's hier aus, Nami? Bitte stehen Sie auf. Dann können Sie direkt mal auf die Pipi-Box gehen und auch eine kurze Dusche nehmen. Gönn dir. Und danach können wir auch direkt unsere Zähne putzen. Wie sieht's bei dir aus, Chikumu? Du musst auch auf die Pipi-Box, gell? Ja, ja, aber der Rest sieht ganz in Ordnung aus. Wir warten mal noch ein bisschen, bis Nami fertig ist im Bad. Aber du könntest gegebenenfalls für euch ein bisschen Frühstück zubereiten. Das wäre doch ganz toll. Frühstückseierlei. Oh ja, das machst du. Das klingt richtig lecker. Oh no, Chikumu hat sich eine Krankheit eingefangen. Es scheint ein ziemlich schwerer Fall zu sein. Daher sollte er nicht nur ausruhen und Orangensaft oder Tee trinken, sondern in der Zwischenzeit unbedingt zum Arzt gehen und ein paar Medikamente nehmen. Oh mein Gott, war der Boy nicht irgendwie gerade erst krank? Oh mein Gott, er niest auch noch. Sollte er, glaube ich, eher zum Arzt gehen, statt Frühstück zu machen. Das ist natürlich auch schon wieder alles wild, ne? Dann guck mal bitte, lieber Boy, dass du zum Arzt gehst und dass du, ja, checkst, was abgeht. So, Nami, dann solltest du dich am besten ums Frühstück kümmern. Und zwar sollten wir mit dir aber auch das Frühstückseierlei servieren können. Perfekto. Und wenn dein Bruder wiederkommt, dann könnt ihr gemeinsam frühstücken, gehe ich mal von aus. Okay, die Katze hat auch noch genügend Fressen, das ist auch wichtig. Sehr, sehr gut. Wie ich direkt Hunger kriege, ne, wenn ich das Essen schon wieder sehe. Perfekto. Aber könntest du vielleicht warten, bis dein Bruder wieder da ist mit dem Frühstück? Das würde ich irgendwie fühlen, ne? Tu das mal in den Kühlschrank, das passt schon. Und du kannst das ja hier in den Essbereich schon mal stellen. Und sobald dein Bruder da ist, könnt ihr dann gemeinsam essen. Oh, Ergebnis des Arztbesuches. Chikumu, es ist gut, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Der Arzt hat ihnen eine Spritze gegeben, um zu verhindern, dass die Krankheit tödlich verläuft. Und um die Dauer und Schwere der Krankheit zu verkürzen, sie sind auf dem Weg zu einer schnellen Genesung. Okay. Unwohlsein von der Lama-Grippe-Erkrankung. Chikumu fühlt sich überhaupt nicht wohl. Oh no. Ich glaube, dann sollten wir, ja, zu Hause bleiben. Ich meine, das machen wir sowieso. Aber dann sollten wir definitiv ein bisschen aufpassen, ne? Ich hoffe, dass wir jetzt Nami nicht anstecken. Dann guck doch mal, dass du zum Essen rufst. Und dann könnt ihr gemeinsam hier in eurem neuen Essbereich... Oh, mit den tollen Fotos, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Cool, wa? Hier, haben die beiden Süßmäuse auch Bilder gemacht. Die hängen dann auch hier. Oh, ist aber lieb, dass du ein bisschen Abstand hältst, weil du ein bisschen sick bist. Mit Nami könnten wir jetzt allerdings auch weiter an unserer Romantikfähigkeit arbeiten. Und vielleicht sollten wir auch mal gucken, ob wir auf Cupid's Corner, beziehungsweise Amos Ecke heißt es ja auf Deutsch, der neuen Dating-App, ob wir da vielleicht jemanden finden, mit dem wir ein Match haben. Ich glaube, dass das ganz cool ist, was wir haben. Also dieses perfektionistisch und korrekt ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Gucken wir jetzt mal nach Matches. Shanice, okay, wir gucken mal. Lea, oh, hier. Lea würde passen, weil sie tanzwütig ist. Junger Erwachsener und sie ist auch fröhlich. Wir speichern sie mal ab, Leute. Wir haben Christy, weil sie Abenteuer lustig ist. Die können wir auch mal speichern. Ich vermute, die haben alle keine Haare wegen dem Custom Content. Das tut mir so leid, Leute. Lea ist ja mal absolut gorgeous. Oh mein Gott. Okay, die speichern wir ab, einfach weil sie so lieb aussieht auf dem Bild, ne? Oh, Desiree. Desiree ist tanzwütig und ist auch eine absolute Süßmaus. Okay, die speichern wir auch mal und wir aktualisieren mal nochmal die Matches und gucken mal. Oh, Ashley. Mhm. Ich glaube, dass das... Oh, Becca. Becca kommt mir bekannt vor. Ich glaube, dass sie ein Premade-Sim ist. Die speichern wir auch mal ab. Oh, hier haben wir direkt einen Turn-On und einen Turn-Off mit Princess, ne? Princess, der Name ist ja mal richtig cool, ne? Und Christina. Dieses Kleid ist ja mal richtig gorgeous. Okay, dann haben wir jetzt 6 verschiedene Sims abgespeichert. Das ist ja mal absolut cool. Das heißt, dass wir
auch auf ein Date gehen könnten. Ich weiß nicht, ob Silvester so die beste Möglichkeit ist, um auf ein Date zu gehen. Ich meine, da feiert man irgendwie mit Freunden und Familie, glaube ich, oder? Und ich glaube, dass wir erstmal mit unserem Bruder so ein bisschen feiern sollten. Dann gucken wir mal, dass wir Dekoration anbringen. Perfekto. Dann haben wir diesen Teil der Aufgabe hier oben nämlich auch erfüllt. Dann wollen wir Partystimmung und wir wollen Vorsätze fassen, genau. Einen Partner finden, innerhalb einer Woche ein Herzblatt finden. Leute, das ist eigentlich ein geiles Ziel, ne? Weil wir hatten wirklich Challenges, mit Nami ein Herzblatt zu finden. Das machen wir. Das finde ich ja absolut cool. Und wie sieht's aus mit Chikumu? Ja, das finde ich alles irgendwie nicht so nice, ne? Ein Bestreben-Meilenstein. Ich weiß nicht, ob wir das so schnell schaffen. Befördert werden, also geht ja nicht. Wir könnten eine Fähigkeit verbessern. Das könnte man machen. Vielleicht will er einfach an seiner Fähigkeit arbeiten, vom Kristallschleifen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht heute so eine kleine Party veranstalten sollten mit der Family. Nami, dann könntest du doch sicherlich zusammen kochen mit dem lieben Chikumu. Oh, eine Minestrone. Das könnte man kochen, ne? Würde sogar sehr relativ realistisch sein, oder? Es gibt schon einige Leute, die... Ich weiß gar nicht, isst man so viel Krasses irgendwie an Silvester? Wir haben meistens Raclette oder sowas gemacht, aber sowas haben wir hier nicht. Na, warte mal, na klar haben wir sowas. Ich bin ja auch ein bisschen blöd, ne? Hier, der Feuertopf. Lass uns doch den hier platzieren. Und dann müsste man doch eigentlich auch was zubereiten können. Ja, super. Super. Hier können wir auch einen Feuertopf machen. Das können wir dann machen, wenn die Gäste da sind. Das ist perfekt. Dann können wir jetzt eine Minestrone machen. Das ist die Vorspeise. Und wir können alle gemeinsam dann diesen Feuertopf essen. Das ist doch richtig cool. Dann haben wir doch einen richtig guten Plan. Dann könnt ihr hier zusammen das vorbereiten. Ja, ich weiß, Chikumu, du bist noch krank. Aber dir geht's auf jeden Fall schon besser. Dann lass uns die Vorspeise hier schon mal auf den Tisch tun. Das ist ja eigentlich Blödsinn, was ich mache. Das sollte eigentlich in den Kühlschrank. Weil wir könnten ja theoretisch schon mal so ein kleines Event planen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ereignis. Ist das Ereignis hinzufügen, ne? Oh, wir könnten so eine Inkognito-Party machen. So eine Art Motto-Party, Kostüm-Party an Silvester. Oder ein Familientreffen. Da haben wir bisher nur Silber. Ich meine, wir könnten ja theoretisch auch Freunde einladen, gehe ich mal von aus. Und dann können wir das hier bei uns feiern. Und zwar heute um vielleicht 20 Uhr. Dann hätten wir noch genug Zeit, um ein kleines Date zu haben mit Nami. Und um dann mit den Gästen gemeinsam anzustoßen, zu essen. Großartig. I like. Dann müssen wir uns jetzt aber auch ein bisschen sputen. Und zwar müssen wir dann jetzt auf Amos Ecke und müssen ein erstes Date vereinbaren mit jemandem. Ich hoffe, dass das klappt. Okay. Oh, das ist so schwierig, Leute. Sie sehen alle großartig aus. Wobei ich sagen muss, Christina ist auch schon wieder... Oh. Ich glaube, Lea sieht ganz süß aus. Sie ist tanzwütig und fröhlich. Ich finde das irgendwie ganz cool. Lass uns mal gucken, dass wir mit ihr starten und ein erstes Date haben. Wir wollen auf jeden Fall Kontakte knüpfen. Wir wollen romantische Kontakte knüpfen. Vielleicht gehen wir was trinken und was essen. Ich finde, das geht immer. Und wir könnten uns wieder, wenn das denn geht, in der Food Court treffen. Weil das würde ich irgendwie fühlen. Weil ich glaube, dass das ein ganz guter Ort ist, um neue Leute kennenzulernen. Da sind mehrere Restaurants auch. Ihr lieben süßen Mäuse, ich würde tatsächlich sagen, dass ich jetzt hier einen Cut mache. Ich weiß, dass das ein sehr früher Cut ist und das ist relativ kurz vom Gameplay. Aber ich möchte uns so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, wie es mit Nami und dem Date weitergeht. Das heißt, wir werden hier beim nächsten Mal weiterspielen und dann auch gemeinsam Silvester feiern. Es war auf jeden Fall ein sehr cooler Part, erster Part nach diesem Comeback sozusagen, nach dem Mini-Let's Play, das wir hatten. Und dadurch, dass ich ja viel Organisatorisches so ein bisschen erzählt habe, ist es, glaube ich, ganz in Ordnung, dass wir uns das so ein bisschen offen halten und dass wir die Daumen drücken. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der lieben Lea Offermann haltet und ob das eine Süßmaus ist oder ob vielleicht ein anderer Sim dabei ist, den wir uns heute angesehen haben, der vielleicht euer Geschmack ist oder den wir als nächstes daten sollten mit Nami. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir Like und Kommentar, wenn es euch gefallen hat und wie gesagt, euer Feedback auch dazu, auch zu den Partnern, zum Job und zu dem Hausumbau. Oh mein Gott, ich habe das Haus ja auch eingerichtet. Lasst mir da auf jeden Fall eure Meinungen da. Vielen lieben Dank auch an meine Ko-fi und YouTube-Kanalmitglieder, die blende ich euch hier auch ein. Vielen lieben Dank, dass ihr mich supportet, dass ihr für mich da seid, dass ihr auf Discord dabei seid, dass ihr mir so reichlich Feedback gebt und dass ihr mich finanziell supportet. Ihr seid großartig. Dankeschön, fühlt euch umarmt, fühlt euch geküsst. An den Rest, falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist kostenfrei und ihr supportet mich ebenso. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei unserem Rainbow Live und ich kann es kaum erwarten, was dann hier passiert mit den beiden Süßmäusen. Bis dann! Bye!